Mein Interesse an der Philosophie reicht sehr weit zurück. Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass unser Elternhaus auch in solchen Fragen interessiert war. Später kam dann das Spannungsverhältnis zwischen Physik und Philosophie dazu. Und deswegen habe ich mich dann für ein Doppelstudium entschieden. Ich habe dann einen Lehrstuhl übernommen für Philosophie an der Universität Göttingen und bin dann für einige Jahre in die Kulturpolitik gegangen. Das war ein interessanter Ausflug. Mir ist es wichtig, dass wir wissenschaftliche Diskussionen auch so führen, dass sie außerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen einen Sinn ergeben, verständlich sind, nachvollziehbar sind. Die Idee ist, dass man eine Brücke schlägt, dass man die ethische Dimension, die eine große Rolle spielt in den öffentlichen Debatten, in den Zusammenhang stellt philosophischer Überlegungen. Und ich werbe dafür, dass man da eine humanistische Perspektive einnimmt, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Ich heiße Julian Niederrümelin. Ich bin Lehrstuhlinhaber für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und heiße Sie herzlich willkommen zu einem weiteren Seminar der Zeitakademie.